Sie können nach Hause gehen. Das Konzert ist in wenigen Minuten zu Ende. Der Stefan hat ausdrücklich gesagt, ich soll auf ihn warten. Sind Sie schwul, Peter? Nein. Sie sind nicht mit Stefan verheiratet? Soviel ich weiß, wollen Sie ihn heiraten. Mhm. Das will ich wirklich. Und ich denke, damit sind Sie überflüssig geworden. Sie mögen mich nicht, hm? Wie haben Sie das erraten? Ich glaube, wir lassen Stefan entscheiden, was er für richtig hält. Hm? Einverstanden? Aber ich denke, es reicht, wenn ich auf Stefan warte. Allein. Das wird sicher wieder ein toller Erfolg. Stefan ist richtig gut heute. Er war schon besser. Wir waren alle irgendwann mal besser. Er hat viele Patzer gemacht. So, hat er das? Ich bin in der glücklichen Lage, ziemlich unmusikalisch zu sein, wie du weißt. Und er hat falsche Tempi benutzt. Ego, pass auf. Was meinst du? Weißt du, wenn man neidisch ist, sollte man es nicht unbedingt auch noch zeigen. Zwei Prosecco. Ach, hier seid ihr. Ist das nicht ein bisschen unhöflich, das Konzert deines Bruders vor dem Ende zu verlassen? Ihr seid nach der Pause ja gar nicht erst wieder reingegangen. Unser Alter wird wohl ziemlich ungehalten sein. Sag selbst, Helmer. Er spielt schlecht heute Abend. Kannst du es besser, Helgo? Nun sei nicht gleich wieder beleidigt. Ich bin nicht beleidigt. Ich gehe nur zur Toilette. Ja, dann. Das ist der falsche Weg, Selma. Weißt du, dass sie mir alle ziemlich auf den Geist geht? Ich komme gerade aus Stefans Garderobe. Ich wollte da sein, wenn er den Applaus entgegennimmt. Wo ist Ihre Frau? Sie ist das Einzige im Saal geblieben. Wir sehen uns sicher nachher. Gehen Sie nur. Ich bin es gewöhnt, allein gelassen zu werden. Auf das Geld, das er verdient, ist er jedenfalls nicht angewiesen. Er war immer reich genug. Also, was ist denn los, Karl? Es läuft doch alles wunderbar. 10 ausverkaufte Konzerte, begeisterte Kritiken, Angebote aus dem Ausland, Plattenaufnahmen, was willst du mehr? Er hat mich gefeuert. Was sagst du? Ja. Gestern hat er mir ganz freundlich, wie es seine Art ist, gesagt, er brauche keinen Agenten mehr. Das verstehe ich nicht. Ich hätte ihm ins Gesicht schlagen können, nach allem, was ich für ihn getan habe. Ja, und mit welcher Begründung? Hat er dir keinen Grund genannt? Doch, hat er. Er will mit dem Klavierspielen aufhören. Ach, Karl, ich rede mit ihm, ja? Auf mich hört er. Ich muss raus. Ich will zum letzten Mal miterleben, wie sie ihn feiern. Gerd, wann warst du das letzte Mal im Konzert? Oh, das ist aber eine peinliche Frage. Dann kennst du Stefan Orlak gar nicht. Nein, aber ich habe ein paar Informationen. Er galt als der kommende Pianist. Sohn einer großbürgerlichen Familie, Vater war Vorstand in einer Bank. Und er selbst hat gerade eine Tournee beendet, mit Riesenerfolg. Das sagt aber nicht viel aus.
Ach, Leo, wir haben den Toten noch nicht mal gesehen. Herzschuss. Er muss sofort tot gewesen sein. Kann man aus der Wunde schließen, woher der Schuss gekommen ist? Naja, das Projektil ist von rechts in die Brust rein, hinten links wieder raus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Schuss aus einer dieser Logen abgefeuert wurde. Wer sind Sie? Solange die Spurensicherung nicht abgeschlossen ist, hat hier niemand Zutritt. Sind Sie hier der leitende Beamte? Nein, Hauptkommissar Kress wird gleich kommen. Ich war der Agent von Stefan Orlak. Und? Ich habe eine Aussage zu machen. Sagen Sie mir, was Sie zu sagen haben, oder warten Sie auf Herrn Kress, aber bitte nicht hier. Wo ist denn die Familie des Toten? Sie waren alle zum Konzert gekommen. Sie sind im Foyer. Jetzt gehen Sie bitte, wir werden später mit Ihnen reden. Sie sollten sich um die Familie kümmern. Dort sollten Sie nach dem Täter suchen. Ich halte das nicht mehr aus. Sam, jetzt reiß dich bitte zusammen. Warum sagt denn keiner was? Sie haben unseren Bruder umgebracht. Warum? Ich will wissen, warum. Sam, komm mal zu mir. Ich kann dich nicht trösten, Kinder. Aber eines weiß ich. Was weißt du? Stefan war glücklich, als er starb. Was redest du, Rudolf? Sie haben ihn ermordet vor unseren Augen. Entschuldigung. Darf ich da vielleicht mal einen Vorschlag machen? Nur zu. Alles ist besser als das hier. Ich glaube, es ist besser, Sie gehen jetzt nach Hause und versuchen, sich zu beruhigen. Wir reden dann morgen früh mit Ihnen. Ja, los, raus hier. Gut. Geht jetzt nach Hause. Nehmt eure Mutter mit. Ich werde hier bleiben und auf den Kommissar warten. Hallo Leo, ich hab Friedmann schon gesagt. Herzschuss. Muss sofort tot gewesen sein. Wo ist Werner? Der ist irgendwo da hinten. Ja Leo, die Tatzeit ist ja bekannt. Für mich gibt's hier eigentlich nichts mehr zu tun. Hier seid ihr. Ich habe die Leute nach Hause geschickt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, Leo. Wen hast du nach Hause geschickt? Seine Familie. Die waren ziemlich schockiert. Der Vater des Toten ist hier geblieben. Er möchte nachher noch mit dir reden. Gut. Ihr könnt ihn mitnehmen. Ist sonst noch jemand hier geblieben? Ja, in der Künstlergarderobe warten die Verlobte des Toten und sein Klavierstimmer. Wer? Sein Klavierstimmer, Peter Herzog. Er hat Stefan Orlak während der gesamten Tournee begleitet. Er hatte seinen eigenen Klavierstimmer. Das ist ja verrückt. Leo? Ja? Kannst du mal kommen, bitte? Ich habe was gefunden. Ja, Werner, ich komm gleich. Gerd, dann sprichst du schon mal mit der Verlobten und mit dem, wie heißt der? Peter Herzog. Ja, aber mach's kurz, ist spät genug. Ja, aber in einem Büro warten noch sein Agent Karl Jason und seine Lehrerin Frau Professor Senta Fröhlich auf dich. Was machst du, Axel? Ich gehe jetzt nach hinten zu Werner und dann rede ich mit dem Vater. Also, Werner, was gibt's? Diese Loge war während des Konzertes fürs Publikum gesperrt. Aus baupolizeilichen Gründen. Wäre ganz interessant zu wissen, wem das bekannt war. Naja, das Publikum konnte sehen, dass die Loge leer war. Und das im Dunkeln lag. Außerdem haben es sicher alle gewusst, die direkt oder indirekt mit dem Konzert zu tun hatten. Aber wir haben keinen Beweis, dass von hier aus geschossen wurde. Doch. Den haben wir. Es ist besser, wir rühren nichts an, bevor die Polizei kommt. Ich habe Sie nicht nach Ihrer Meinung gefragt. Was, Stefan ist tot. Berührt Sie das gar nicht? Ach, halten Sie doch den Mund. Reden Sie doch nicht von Dingen, von denen Sie keine Ahnung haben.
Guten Abend, mein Name ist Heimann, Kriminalpolizei. Die Polizei lässt uns warten. Das ist eine Zumutung nach allem, was geschehen ist. Ich wusste es, Karl. Was wusstest du? Ich wusste, dass Stefan nicht alt werden würde. So ein Unsinn. Er war die Verkörperung der Jugend. Das Älterwerden hätte alles zerstört. Das ist total überspannt, Senta. Du hast einen Schock. Komm. Komm, ich bring dich nach Hause. Karl, es gibt was, was niemand weiß. Ich muss das jetzt jemandem erzählen. Ich muss darüber reden. Beruhige dich doch, Senta. Wir hatten ein Verhältnis miteinander. Ein halbes Jahr lang. Du und Stefan? Ja. Ich und Stefan. Entschuldigung. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Herr Kress wird morgen früh mit Ihnen sprechen. Es sei denn, Sie hätten noch eine wichtige Aussage zu machen. Ja, ich habe eine Aussage zu machen. Ob sie wichtig ist, müssen Sie beurteilen. Nur zu. Eine der Logen war für das Publikum gesperrt. Das ist bekannt. Ist von dort geschossen worden? Das steht noch nicht fest. Die ganze Familie Orlak wusste von der Sperrung dieser Loge. Woher? Zuerst war geplant, dass diese Loge der Familie zur Verfügung stehen sollte. Erst im letzten Augenblick wurde sie wegen baulicher Mängel gesperrt. Ah ja, das war Ihre Aussage. Interessiert Sie das nicht? Gut, also kurz bevor das Konzert begann, sah ich zufällig jemanden diese Loge betreten. Wen? Den Bruder. Es gibt zwei. Der Musiker, Helgo Orlak. Danke. Was ist das hier, ein Verhör? Sind wir Verdächtige? Also ein Verhör ist das nicht. Sondern? Sie wollen vermutlich wissen, wo wir waren, als der Schuss fiel. Ja, das würde ich wirklich gern wissen. Also ich bin in den Zuschauerraum gegangen, als ich den Beifall hörte. Ich habe gleich beim Ausgang gestanden. Gibt es dafür Zeugen? Ja, natürlich. Es waren ja ganz viele Menschen da. Aber ob Sie sich an mich erinnern, das weiß ich wirklich nicht. Und Sie, wo waren Sie? Ich bitte Sie, das ist doch absurd. Warum sollte ich Stefan töten? Wir wollten in 2 Monaten heiraten. Ich frage nur nach Ihrem Alibi, reine Routine. Ich war hier und habe auf Stefan gewartet. Allein? Allein. Kann ich jetzt gehen? Ja, bitte, ich habe nichts dagegen. Bevor Sie reinkamen, hat Frau Reimann die Jacke durchsucht, die da hängt. Hat sie das? Das ist Stefans Jacke. Ich weiß, was sie gesucht hat. Sie wissen sehr viel, Herr Herzog. Stefan hat in letzter Zeit anonyme Briefe bekommen. Haben Sie mal einen gelesen? Nein, aber ich bin sicher, Frau Reimann hat so einen Brief gesucht. Sie mögen Frau Reimann nicht. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wie war denn Ihr Verhältnis zu dem Toten? Gut. Freundschaftlich? Wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind gemeinsam aufs Konservatorium gegangen. Sie waren sein Klavierstimme. Ja, das ist richtig. Sagen Sie, ist es üblich, den eigenen Klavierstimmer mitzunehmen? Horowitz hat es auch getan. Habe ich da eben einen leicht ironischen Unterton mitgehört? Vielleicht. Also verdiene ich mir mein Geld. Wie kannst du mich so erschrecken? Ich musste dich einfach sehen. Das geht jetzt nicht mehr. Warum? Warum? Das Versteckspiel ist doch jetzt vorbei. Irrtum, das fängt gerade an. Wieso? Ich weiß, es ist schrecklich. Mein Bruder ist tot. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich fast froh drüber. Jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Ich wollte Stefan heiraten. Ja, das habe ich nicht verstanden. Wenn du es getan hast, dann war es umsonst. Dich werde ich nicht heiraten. Du glaubst, dass ich Stefan umgebracht habe? Ich glaube gar nichts. Und wenn ich es getan habe?
Ich möchte allein sein. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Er hat einen starken Abgang gehabt. Gibst du es immer? Hör auf, Helgo. Ich ertrage deinen Zynismus nicht mehr. Wir sind eine seltsame Familie. Was hält uns eigentlich zusammen? Wo warst du, als es geschehen ist, Helgo? Ja, wo war ich? Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Oder glaubst du, dass ich es getan habe? Glaubst du das, Selma? Guten Abend. Mein Name ist Chris. Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Entschuldigen Sie, wenn ich nicht aufstehe. Na, bitte bleiben Sie sitzen. War Ihr Sohn Stefan der älteste von Ihren Kindern? Nein, vor ihm wurde Helgo geboren, dann Ingo, dann Selma und zuletzt Stefan. Ich habe sehr spät geheiratet. Ich bin zu alt für meine Kinder geworden. Sie sind mir über den Kopf gewachsen. Haben Sie das gesehen, wie Ihr Sohn erschossen wurde? Nein. Ich hatte kurz vor Ende des Konzerts den Saal verlassen. Warum? Verhören Sie mich? Na, keine Angst. Keine Angst, ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Das ist der Beruf. Und der Schmerz, den ich spüre, wenn ich darüber spreche, zeigt mir, dass ich noch lebe. Die Alten. Die Alten, ja, wir sollen sterben, aber die Jungen sollen leben. Ich hatte den Saal verlassen, um nach meinen anderen Kindern zu sehen. Die waren also auch nicht auf ihren Plätzen? Nein. Sie sind nach der Pause alle draußen geblieben. Aber als ich hierher ins Foyer kam, waren sie nicht da. Und bevor ich in den Saal zurückging, ist es geschehen. Herr Orlak, haben Sie irgendeine Erklärung für das, was heute Abend passiert ist? Nein. Nach außen waren wir eine intakte Familie. Ohne Probleme. Niemand konnte mit so einer Katastrophe rechnen. Nach außen hin? Was meinen Sie damit? Wissen Sie, in meinem Alter fühlt man sich mehr und mehr isoliert und so. Geht es mir seit längerer Zeit auch in meiner Familie. Was sich bei uns unter der Oberfläche abgespielt hat, das habe ich oft gar nicht mehr wahrgenommen. Wie vertragen sich denn Ihre Kinder untereinander? Da müssen Sie sich selber fragen. Ich weiß es nicht. Na? Haben Sie dich allein gelassen? Du hast mich allein gelassen, Ingo. Mutter hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Wo ist Helgo? Du weißt ja, wie Helgo ist. Vermisst ihr mich? Habt ihr Sehnsucht nach mir? Machst du bitte die Tür zu? Jawohl, Bruderherz. Will mein mir einzig verbliebener Bruder eine Kriegsrat abhalten? Kannst du nicht wenigstens heute Abend mal deine blöden Sprüche lassen? Soll ich meinen Mund halten? Soll ich in Tränen ausbrechen? Soll ich Asche auf mein Haupt streuen? Okay, ich halte den Mund.
Morgen wird die Polizei uns sicherlich noch mal über alles ausfragen. Wir müssen genau wissen, was wir sagen wollen. Ja, und was sollen wir sagen? Dass wir alle drei gemeinsam im Foyer waren, als der Schuss fiel. Es ist spät geworden, Leo. Ja. Ich habe Axel gebeten, den alten Herrn Orlak nach Hause zu fahren. Mein Gespräch mit dem Klavierstimmer war sehr interessant. Aha. Angeblich hat der Tote anonyme Briefe erhalten. Die Tatwaffe haben wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch. Werner hat sie ins Labor gebracht. Wieso hat der Täter sie am Tatort gelassen? Na, wie soll er denn ein Gewehr ungesehen rausbringen bei den vielen Leuten? Und was hat Axel erfahren? Der Konzertagent des Toten hat ausgesagt, dass jemand vor dem Konzert die gesperrte Loge betreten hat. Und wer war das? Helge Orlak. Du, der hat übrigens am selben Konservatorium studiert wie sein Bruder. Oh, musikalische Familie. Ja, nur Stefan Orlak hatte Erfolg. Und sein Bruder nicht. Eben. Schwierig, solche Familienverhältnisse. Nun lass uns fahren, Gerd. Ist da jemand? Ja, Heimann. Bitte lassen Sie in dem Zimmer alles so, wie Sie es vorgefunden haben. Ja, ja, wir kommen dann. Morgen. Morgen, gut, dass du da bist. Bei den Orlaks ist schon wieder was passiert. Die Tochter Selma wurde heute Nacht von einem Unbekannten überfallen und gewürgt, bis sie bewusstlos war. Damit kommen die jetzt schon. Ja, es ist eben eine etwas unkonventionelle Familie. Da wollte ich sowieso gleich hin. Allein? Nee, nee, du kommst mit. Morgen. Morgen, Axel. Die Jacke kannst du gleich anbehalten. Na, solche Begrüßung liebe ich ja. Wir fahren zur Familie Orlak. Wäre gut, wenn du dich noch mal um diese Lehrerin kümmerst. Sind da fröhlich? Genau. Vielleicht kann uns sie ein bisschen mehr über den Toten erzählen. Bis jetzt haben wir ja noch nicht den Schimmer von einem Motiv. Gibt ja noch andere interessante Leute. Der Klavierstimmer geht mir nicht aus dem Kopf. Wie der wohl den Erfolg seines Freundes verkraftet hat. Und der Agent Karl Jason, der konnte es gar nicht abwarten, eine belastende Aussage zu machen. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist wieder mal eine Familienangelegenheit. Gestern Nacht, als ich den Vater, Rudolf Orlak, nach Hause gefahren habe, da hat er was Seltsames gesagt. Na, red schon. Er hat gesagt, sein Sohn hätte die Katastrophe heraufbeschworen. Stefan war ein Spieler. Und das hat er so gesagt, wortwörtlich. Ja, hast du nicht gefragt, was er damit meint? Nee. Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Überrascht mich zu sehen, Peter? Nein. Komm rein. Kaffee, Helgo? Ja. Ach, Werner, du kommst leider zu spät. Leo ist schon weg. Es hat gedauert im Labor. Ah. Gibt's denn was Neues? Ja. Na, mir wirst du es ja sowieso nicht sagen, bevor du es nicht Leo erzählt hast. Hm? Ich geh dann mal.
Eine sehr theatralische Art, jemanden auf offener Bühne zu erschießen. Ja. Du, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Das Ding hatte Methode. Alle Personen, die für die Tat in Frage kommen, befanden sich an diesem Abend in einem Gebäude. Der Täter hat sich das ausgerechnet, dass so der Verdacht auf alle fallen muss und er sich also in relativer Sicherheit befindet. Genau, die Familie Orlak war da. Seine Verlobte, seine Lehrerin, sein Agent. Gar nicht so dumm. Ja. Ich hab's nicht so schnell geschafft, Leo. Ihr wart schon weg. Ich hab jetzt den Untersuchungsbericht zur Tatwaffe. Ja, es gibt keinen Zweifel. Mit dem Gewehr, das wir in der Loge gefunden haben, ist Stefan Orlak erschossen worden. Und? Was hat die Untersuchung noch ergeben? Sind die Fingerabdrücke schon verglichen worden? Gut, Werner. Ja, bis dann. Ende. Der Fall wird kompliziert. Der Laborbericht ist da, es gibt deutliche Fingerspuren auf der Waffe. Was ist daran kompliziert? Das ist doch erfreulich. Ja, ja, aber außer den deutlichen Abdrücken gibt es auch noch andere, ziemlich verwischt. Die könnten von jemandem stammen, der Handschuhe getragen hat. Dann hatten also zwei Personen die Waffe in der Hand. Das sieht so aus. Aber eine Person kennen wir. Werner hat sich nämlich die Fingerabdrücke von allen drei Geschwistern verschafft. Und nun gibt's keinen Zweifel, die deutlichen Abdrücke stammen von Helgo Orlak. Wir waren die Freunde, Peter. Nein, das waren wir nicht. Um ehrlich zu sein, ich habe dich sogar verachtet. Warum? Weil du meinem berühmten Bruder in den Arsch gekrochen bist. Er hatte meine Gründe. Was für Gründe? Ich hab Stefan bewundert. Du lügst. Ja? Du musst ihn gehasst haben. Wie kommst du darauf? Er hat dich gezwungen, seine Noten hinter ihm herzutragen. Er hat dich dazu gebracht, seinen verdammten Flügel zu stimmen. Immer und immer wieder, bis er endlich zufrieden war. Er hat dich die Seiten seines Klavierparts umblättern lassen, dabei konnte er ihn längst auswendig spielen. Er hat dich nächtelang wachgehalten, nur weil er nicht schlafen konnte. Ein Wunder, dass er es nicht geschafft hat, dass du ihm auch noch die Schuhe geputzt hast. Sag mal, woher weißt du das alles? Woher? Von ihm, er hat es mir erzählt. Er hat sich damit gebrüstet. Wenn er von dir sprach, dann redete er nur von seinem Sklaven. Du lügst. Warum sollte ich lügen? Weil du Stefan nie verstanden hast. Weil du unser Verhältnis nicht verstanden hast. Konntest du auch gar nicht verstehen. Weißt du, warum nicht? Weil du nicht so bist wie Stefan. Stefan war etwas Besonderes. Er war begabt. Nur du bist nur Mittelmaß. Und darum hast du mich und Stefan eigentlich nie verstanden. Und jetzt verschwinde. Verlass meine Wohnung sofort. Das weiß ich nicht. Er hat die Angewohnheit, aus allem, was er tut, ein Geheimnis zu machen. Arbeitet er nicht? Nein. Er versteht sich als Künstler. Für Brotarbeit ist er sich zu schade. Sie auch? Nein. Ich habe einen ordentlichen Beruf. Ich bin Bankkaufmann. Wie Ihr Vater? Ja. Wie mein Vater. Herr Orlak, Sie haben eine Schwester und die ist letzte Nacht angeblich überfallen worden. Ja. Selma war ziemlich durcheinander. Aber jetzt geht's ja schon wieder besser. Wo ist sie? Draußen im Garten. Alleine? Nein. Sabine ist bei ihr. Frau Reimann? Ja. Soll ich meine Schwester holen? Später, später. Zuerst zeigen Sie uns bitte das Zimmer, in dem sie überfallen wurde. Du willst nicht mit mir sprechen, Selma? Worüber sollten wir noch sprechen, Sabine? Stefan ist tot. Was hast du gestern Nacht in Stefans Zimmer gesucht? Ich habe es nie verstanden. Was hast du nie verstanden? Warum wolltest du Stefan eigentlich heiraten? Warum hätte ich es nicht tun sollen?
Weil du eine oberflächliche, geistlose Frau bist. Völlig unmusikalisch. Nur am Geld und am Erfolg interessiert. Hast du gedacht, dass du durch Stefan auch im Mittelpunkt stehen würdest? Hm? Das ist eine völlig neue Seite an dir. Du kannst gemein sein. Und betrogen hast du ihn auch noch. Jetzt verstehe ich. Du warst es. Wovon redest du? Du hast Stefan die anonymen Briefe geschickt. Nu, ich mal Klavier? Der Flügel steht unten im Musikzimmer. Stefan wollte hier oben in seinem Zimmer nichts um sich haben, was ihn an die Musik erinnern könnte. Sie werden nicht ein einziges Notenblatt finden. Wurde hier aufgeräumt nach dem Überfall? Nein. Stefan war ein Ordnungsfanatiker. Das Zimmer sah mal so aus. Das Einzige, was heute Morgen auf den Überfall hindeutete, war, dass die Türen von diesem Schrank offen standen. Man hätte sie nicht schließen sollen. Was ist in dem Schrank? Stefans Tagebuch. Sind das nun doch Musikaufnahmen, oder? Nein. Was ist denn auf diesen Kassetten? Das war Stefans Leidenschaft. Er hatte die irritierende Angewohnheit, bei Gesprächen mit anderen ein kleines Aufnahmegerät mitlaufen zu lassen. Nicht bei allen Gesprächen, nur bei denen, die ihm wichtig waren. Aber sicher konnte man sich nie sein, ob dieses verdammte Ding eingeschaltet war oder nicht. Und er hatte seine Gespräche heimlich mit aufgenommen? Nicht direkt. Die meisten wussten eh über seinen Tipp Bescheid. Manchmal hat er sogar die Gesprächspartner vorher gewarnt. Aber es kam auch vor, dass er heimlich mitgeschnitten hat. Und warum hat er das gemacht? Warum? Er nannte es immer sein tönendes Tagebuch. Er war so ordentlich, dass er jede Kassette mit dem genauen Datum versehen hat. Einige reichen nur über wenige Tage, andere über einen längeren Zeitraum. Diese hier vom 8. Mai bis zum 27. Oktober. Ja, könnte es sein, dass eine der Kassetten fehlt? Frau Professor Fröhlich? Kommen Sie morgen wieder. Ich habe heute alle Stunden abgesagt. Nein, ich bin der Polizeibeamte, mit dem Sie gestern Nacht gesprochen haben. Jetzt hätte ich mir eigentlich denken können, dass Sie uns nicht in Ruhe lassen. Der Tod Ihres Schülers, den hat Sie sehr getroffen. Ich möchte nicht über meine Gefühle sprechen. Was wollen Sie wissen? Sie kannten Stefan Orlak gut, haben ihn lange unterrichtet. Gab es in letzter Zeit Anzeichen für irgendwelche Probleme in seinem Leben? Stefan hatte immer Probleme. Auch der Erfolg war ein Problem für ihn. In Wirklichkeit hat er sich nur für eins interessiert. Und was war das? Die Musik natürlich. Er war fanatisch, was seine Arbeit betraf. In gewissem Sinn war er als Künstler ein Pedant. Wie im Leben. Deswegen hätte es ihn auch sehr getroffen. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich sag's nicht gern. Aber ich habe gestern Abend durch Zufall erfahren, dass Karl Jason, Stefans Agent und mein alter Freund, ihn bei der Tournee betrogen hat. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen näher erklären? Ich habe früher in meiner Zeit als Konzertpianistin selber viele Tourneen gemacht. Ich kenne mich in dem Geschäft aus. Karl hat gestern Abend die Papiere auf dem Schreibtisch liegen lassen. Ich nehme an, dass er sie in der Aufregung vergessen hat. Ich habe einen Blick hineingeworfen und es sofort entdeckt. Karl hat Stefan um eine große Summe Geldes betrogen. Haben Sie ihn zur Rede gestellt? Nein. Ich hatte gerade erst erfahren, dass Stefan tot ist. Und es ist so erbärmlich, was Karl getan hat.
Senta, ich wollte... Was wollten Sie, Herr Jason? Ich wollte nicht stören. Ich komme später wieder. Nee, bleiben Sie ruhig hier. Ist schon okay. Stimmt es, dass Sie Stefan Orlak um eine erhebliche Summe betrogen haben? Hat Stefan deshalb gesagt, er will dich nicht mehr als Agent haben, Karl? Wer hat Ihnen den Schwachsinn erzählt? Warst du das, Senta? Ja. Es tut mir nicht leid. Du hast dich wirklich mies benommen, Karl. Wissen Sie, was sie mir erzählt hatte, als sie von Stefans Tod hörte? Sie war in Tränen aufgelöst und hat mir gestanden, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Schüler hatte. Hat ein halbes Jahr gedauert, da wollte Stefan eine Jüngere heiraten. Wahrscheinlich war sie außer sich vor Eifersucht. Das kennt man ja bei langsam alt werdenden Frauen, die alles zu verlieren haben. Jetzt will sie die anderen in den Dreck ziehen. Es ist wirklich schade um unsere Freundschaft, Karl. Noch eine kurze Frage. Wo waren Sie, Herr Jason, als der Mord passierte? Im Saal. Ich habe alles mit angesehen. Zeugen? Verdammt, da waren Hunderte von Menschen. Aber niemand, den Sie kannten? Nein. Und wo waren Sie, Frau Fröhlich, Frau Professor Fröhlich? Ich war noch in dem Büro. Allein. Das wollen Sie doch wissen, es gibt keine Zeugen. Danke. Sabine. Ich habe sie beleidigt. Sie ist weggegangen. Hast du dich mal wieder von deiner charmanten Seite gezeigt? Was hast du ihr denn gesagt? Ich habe ihr gesagt, dass sie eine oberflächliche Frau ist. Völlig unmusikalisch. Nur am Geld und am Ruhm interessiert. Verdammt nochmal, wie kannst du sowas sagen? Weil es wahr ist. Und außerdem, was geht es dich an? Entschuldigen Sie, wenn ich mich einmische, aber ich habe schließlich eine Untersuchung durchzuführen. Mein Name ist Kress, das ist mein Kollege Heimann. Wir sind Kriminalbeamte und ermitteln im Fall Ihres Bruders. Sie wollen sicher wissen, wer mich letzte Nacht überfallen hat? Ja. Ich habe nichts gesehen. Der Mann kam von... Also war es ein Mann? Das nehme ich doch an. Die Person war sehr kräftig. Sie hat mir von hinten den Mund zugehalten, dass ich keine Luft mehr bekam und ohnmächtig wurde. Eine ganz andere Frage. Haben Sie eine Vorstellung, wo Ihr Bruder Helgo ist? Ja. Wissen Sie, wo er ist, oder vermuten Sie es nur? Ich kenne meinen Bruder. Wenn ich ihn suchen würde, würde ich ihn im Konzertsaal suchen. Da, wo der Mord passiert ist? Ja. Entschuldigen Sie mich, bitte. Mordkommission Apparat Kress? Ach, du bist's, Leo. Ja, ich hab verstanden. Ich soll ihn auf jeden Fall aufs Präsidium bringen. Gut, ich fahr sofort los. Okay. Frau Orlak, was hat Sie eigentlich in der letzten Nacht veranlasst, in das Zimmer von Ihrem Bruder zu gehen? In solchen Fragen wird mein Bruder auch nicht wieder lebendig. Selma, antworte. Es wird dir noch leid tun, Ingo. Haben Sie was gesucht? Vielleicht eine Kassette? Nein, keine Kassette. Briefe vielleicht? Kommen Sie darauf? Wir wissen, dass Ihr Bruder anonyme Briefe bekommen hat. Woher wissen Sie das? Wir glauben, dass Sie diese anonymen Briefe geschrieben haben und dass Sie sie vernichten wollten, damit wir sie nicht finden. Ingo, lass nicht zu, dass Sie mich so quälen. Sag einfach die Wahrheit. Die Wahrheit, Ingo? Ja. Ja. Ich habe diese anonymen Briefe geschrieben.
Ich habe Stefan mitgeteilt, dass ihn seine Verlobte Sabine Reimann mit einem anderen Mann betrügt. Mit wem? Das sage ich nicht. Das soll er selbst sagen. Wer? Er ist in diesem Raum. Kann ich gehen? Ich will nicht dabei sein, wenn mein Bruder es zugibt. Wir sind sehr gespannt, Herr Orlak. Was haben Sie uns zu sagen? Nicht viel. Ich hatte keine Ahnung, dass Selma darüber Bescheid wusste. Aber es ist wahr. Sabine und ich haben ein Verhältnis. Ich liebe sie. Aber sie konnte sich nicht entscheiden zwischen mir und Stefan. Also heiraten wollte sie ihren Bruder? Wie lange dauert das Verhältnis schon? 3 Monate. Als ihr Bruder die Briefe bekommen hat, hat er sie da zur Rede gestellt? Nein. Ich habe selbst eben erst von der Existenz dieser Briefe erfahren. Na, jedenfalls hatten sie ein Motiv, denn jetzt haben sie keinen Konkurrenten mehr. Wo waren sie denn, als der Schuss fiel? Im Foyer. Allein? Nein. Mit Selma und Helgo. Das ist schon mal gelogen. Ihr Vater hat sie im Foyer gesucht, aber nicht gefunden. Herr Orlak? Sind Sie hier? Wir müssen dringend mit Ihnen sprechen, Herr Orlak. Herr Orlak, es liegt in Ihrem Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Worüber wollen Sie mit mir reden? Ich soll Sie ins Präsidium bringen. Herr Kress möchte mit Ihnen reden. Und wenn ich nicht mitkomme? Dann werden wir Sie offiziell vorladen. Ich werde es mir überlegen. Was machen Sie eigentlich hier? Ich nehme Abschied. Mann, wo wart ihr denn? Hat Riedmann dich erreicht, Leo? Ja, hat er. Hast du was Neues? Ja, hab ich. Sie hatten beide ein Motiv. Beide? Mhm. Bei der Lehrerin von Stefan Orlak habe ich seinen Agenten getroffen. Es gab einen Streit. Ja, die beiden haben sich gegenseitig beschuldigt. Frau Professor Senta Fröhlich hat ein Verhältnis mit ihrem Schüler. Motiv Nummer 1? Eifersucht. Und der Agent Karl Jason soll Stefan Orlak bei der Abrechnung für die Tournee um Geld betrogen haben. Motiv Nummer 2? Habgier. Ja, nun reicht's aber. Alle hatten sie irgendein Motiv und alle hatten die Gelegenheit zum Mord. Da alle am Tatort waren. Und alle wussten von der gesperrten Loge. Klar. Aber es gibt 3 Fakten in diesem Fall und an die halten wir uns jetzt. Die Fingerabdrücke? Die Fingerabdrücke auf der Tatwaffe stammen von Helgo Orlak. Und dann die Aussage des Agenten Karl Jason, der gesehen hat, wie Helgo Orlak noch vor dem Konzert die Loge betreten hat. Mhm. Was noch? Na, der Überfall auf Selma Orlak heute Nacht. Und wahrscheinlich auch der Diebstahl von einer Kassette. Aber die müssen wir erst noch finden. Bitte. Ach, lass nur. Ich mach mir einen neuen. Weißt du, Selma, was ich mir immer gewünscht habe? Nein. Ich wollte so sein wie Ingo, einen ganz normalen Beruf haben. Eine Frau, Kinder. Nichts Aufregendes, verstehst du? Der Werner könnte endlich mal kommen. Bist du nervös, Leo? Schade, dass Ingo Orlak nicht wusste, ob eine dieser Kassetten fehlt. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Guten Tag.
Kann ich mich setzen? Nein, erst leeren Sie Ihre Taschen aus und legen Ihren Inhalt hier auf den Tisch. Haben Sie ein Recht, mich dazu zu zwingen? Hören Sie zu, Ihr Bruder ist ermordet worden. Und ich habe überhaupt keinen Appetit auf Ihre Spielchen. Also leeren Sie Ihre Taschen aus oder mein Kollege wird es tun. Geld auf? Bitte. Sie können sich setzen. Ich will Ihnen sagen, was wir gegen Sie in der Hand haben. Erstens die Aussage eines Zeugen, der gesehen hat, wie Sie vor dem Konzert die gesperrte Loge betreten haben. Einwände? Nein. Zweitens haben wir auf der Tatwaffe Ihre Fingerabdrücke gefunden. Sie haben also das Gewehr in der Hand gehabt. Ja. Und drittens, Sie haben letzte Nacht diese Kassette aus dem Zimmer Ihres Bruders geholt. Geben Sie es auch zu. Jetzt irren Sie sich. Die Kassette habe ich erst seit heute Morgen. Von wem? Genauer gesagt, ich habe sie jemandem gestohlen. Ich gebe Ihnen jetzt eine Chance. Erzählen Sie uns, was gestern Abend passiert ist. Sie werden mir nicht glauben. Versuchen Sie es trotzdem. Ach schön. Ich war gestern sehr früh im Theater, was sonst gar nicht meine Art ist. Ich bin ins Foyer, um auf meine Familie zu warten. Da habe ich gerade noch gesehen, wie jemand die gesperrte Loge betreten hat. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Ich habe gewartet, bis die Person die Loge wieder verließ und sich entfernte. Dann bin ich selbst in die Loge gegangen. Die Waffe war nicht schwer zu entdecken. Ich habe sie genommen, mir angesehen. Deshalb die Fingerabdrücke. Tja, das ist alles. Und wen haben Sie dabei beobachtet, als er in die Loge ging? Ich bin kein Denunziant. Von wem haben Sie die Kassette? Das ist jetzt Ihre letzte Chance. Ich sage es noch einmal. Ich bin kein Denunziant. Das reicht's. Nehmen Sie vorläufig fest unter dem dringenden Verdacht, Ihren Bruder Stefan Orlak erschossen zu haben. Werner, zum Erkennungsdienst. Herr Kress, Sie müssen das alles beweisen. Keine Angst. Er war's. Oder glaubst du ihm ein Wort seiner Geschichte? Nun, die Geschichte ist so fadenscheinig, dass sie wahr sein könnte. Immerhin gibt's ja zwei verschiedene Spuren auf der Tatwaffe. Und die Annahme, dass der Täter die Handschuhe anhatte, kann ja nicht so falsch sein. Also war gar nicht so leicht, so schnell so ein Ding aufzutreiben. Das Band gelöscht. Was ab? Was machst du, Peter? Du bist betrunken. Ja, ich bin betrunken. Aber ganz klar im Kopf, ganz klar. Und, willst du es mir erzählen? Willst du es wirklich wissen? Nein. Aber ich erzähle es dir trotzdem. Schließlich sind wir Freunde, Stefan. Wir sind keine Freunde. Sind wir doch. Das ist die Stimme von Peter Herzog. Von dem Klavierstimmer? Ja. Dann holt ihn mal her. Wer ist da? Guten Tag, Heimann, Kriminalpolizei. Wir haben gestern Nacht miteinander gesprochen. Was wollen Sie? Wir müssen ein Protokoll Ihrer Aussage machen. Lassen Sie uns bitte rein. Bitte, mach dich auf. Welches Stockwerk wohnt ihr? Der wohnt ganz oben, ich fahr gleich rauf. Ja, okay, du, ich warte hier, falls er die Treppe runterkommt. Okay.
Herzog, machen Sie bitte auf! Alles ist weniger schlimm als das, was Sie vorhaben. Kommen Sie da runter. Und dann reden wir. Oder darf ich zu Ihnen kommen? Herr Herzog, lassen Sie uns noch mal reden. Hat kein Wort gesagt und ist gesprungen. Axel, hol bitte den Helgo Orlak. Der Selbstmord war wohl seine Art, ein Geständnis abzulegen. Er muss es gewesen sein. Helgo Orlak hat ihn gesehen, als er die Loge betrat. Ja, ja, aber zur Bestätigung, dass das war, brauchen wir die Aussage des Bruders. Setzen Sie sich doch. Haben Sie sich's anders überlegt? Bin ich nicht mehr festgenommen? Sie stellen hier bitte keine Fragen. Wie gut kannten Sie Peter Herzog? Wieso kannten? Was ist mit Peter? Wieso benutzen Sie die Vergangenheitsform? Peter Herzog hat ein Geständnis abgelegt. Auf seine Art. Er ist vom Dach des Hochhauses gesprungen, in dem er wohnte. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich möchte, dass Sie sich das hier anhören. Stefan, hör zu. Ich will dir nicht zuhören. Ich muss es jemandem erzählen, sonst gehe ich daran kaputt. Es ist jetzt 3 Jahre her und es kommt mir so vor, als wäre es gestern geschehen. Wir waren im Urlaub, Ingrid und ich. Du kennst ja Ingrid. Wir waren so gut wie verlobt. Wir sind in die Berge gefahren. Ach, du weißt, was passiert ist. Sie ist in eine Schlucht gestürzt und war tot. Ein Unfall. Aber es war kein Unfall, Stefan. Wir standen oben und sie hat mir ganz einfach erzählt, sie würde mich verlassen. Ich bin fast verrückt geworden, dieser Schmerz. Verdammt, es war kein Unfall. Ich habe sie hinuntergestoßen. Halt den Mund, Peter. Mit diesem Geständnis hatte Ihr Bruder Stefan den Peter Herzog in der Hand. Haben Sie davon gewusst? Nein, aber ich habe sowas geahnt. Wieso? Stefan hat Peter gequält und gedemütigt. Ständig. Und Peter hat sich alles gefallen lassen. Ich habe mich immer gefragt, wieso. Sie müssen wissen, Peter war ein ebenso guter Pianist wie Stefan. Und trotzdem hat er sich jahrelang von ihm zum Kuli machen lassen. Warum hat Ihr Bruder das getan? Stefan? Ja. Ja, Sie kannten ihn nicht. Er hat sich immer so benommen, als wollte er sich ständig dafür rächen, dass ihm irgendwas in seinem Leben nicht gegeben worden ist. Ja, was ist ihm nicht gegeben worden? Liebe vielleicht, ich weiß es nicht. Es interessiert mich auch nicht. Wie sind Sie an diese Kassette gekommen? Ich habe Peter heute Morgen besucht. Als er im Bad war, habe ich die Kassette entwendet. Ach, Sie wussten, dass er sie hatte? Ich wusste es nicht, aber nach dem Einbruch bei uns gestern Nacht war ich mir ziemlich sicher.
Und warum hatten Sie Peter Herzog im Verdacht? Er war es, den ich gestern Abend in der Loge gesehen habe. Und dann haben Sie die Waffe entdeckt. Menschenskind, Sie hätten doch alles verhindern können. Ein Wort von Ihnen und nichts wäre passiert. Ja. Ein Wort von mir? Das hätte ich tun können. Herr Orlak, das ist haarscharf an der Beihilfe zum Mord. Ist Ihnen das klar? Warum haben Sie die Waffe zurückgestellt und haben geschwiegen? Soll ich der Hüter meines Bruders sein?